for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super hübsches Intro-Tierchen. Ihr kennt den schon aus früheren Zeiten. Einer von den Albino-Mississippi-Alligatoren. Ich weiß nicht, wann wir ihn zuletzt gezeigt haben. Bestimmt schon ein halbes Jahr her oder sowas. Schaut mal, wie schön die wachsen. Ne? Der hat jetzt bestimmt, was wird der haben? Vielleicht 70 Zentimeter, 70, 80 Zentimeter. Machen sich toll, sind nach wie vor wirklich brav und anständige Tiere. Der hier eigentlich besonders, das ist hier so der Liebling, beziehungsweise mein Sohn schleppt den immer mit spazieren. Und vielleicht ist er deswegen besonders brav. Also der Albino Mississippi Alligator, wisst ihr alle, werden leider riesengroß. Von dem her nicht gerade das perfekte Terrarientier für jedermann. Aber für die Zoos oder für die mit riesigen Anlagen, die sowas halten können, ist das natürlich ein hammermäßiges Terrarientier. Sei es vom entspannten, relaxten Gemüt her, von der Optik her, wirklich super hübsche Tiere, bin ich absoluter Fan von. Hab schon viele Kommentare, wann kommt endlich eine Folge über Blauzungenskinke? Heute ist es soweit, heute kommt die Folge über Blauzungenskinke. Hier habe ich so ein hübsches Tiligua Gigas, vielleicht Gigas Gigas, also so ein Festlandtier, Weibchen hier in dem Fall, um den Einstieg in die Blauzungenskinke zu machen. Die Blauzungenskinke haben ein relativ großes Verbreitungsgebiet. Zum einen gibt es die Tiere von Australien, dann gibt es Indonesien, beziehungsweise speziell Papua-Neuguinea findet man Blauzungenskinke, und die Inseln um Papua-Neuguinea, beziehungsweise die Richtung Australien liegenden Inseln, findet man die Blauzungenskinke. Ne? Also ursprünglich könnte ich mir vorstellen, dass sie aus Australien gekommen sind und sich dann weiter verbreitet haben, wie gesagt, bis nach Papua-Neuguinea. In der Terraristik hat man öfters die Neuguinea-Tiere. Australien, wisst ihr, hat ein völliges Ausfuhrverbot von Reptilien. Vor vielen Jahrzehnten sind da auch mal Blauzungenskinke rausgekommen, aber seither nie mehr. Deswegen mit australischen Tiliguas sieht es ein wenig mager aus. Aber mittlerweile in der Terraristik, die Tiere von Indonesien haben in der Terroristik jetzt haben ganz gut Einzug gehalten, werden viel gezüchtet oder relativ viel gezüchtet, sind erhältlich, und deswegen werden wir uns heute in der Folge auch mehr um die indonesischen Blauzungenskinken oder mit den indonesischen Blauzungenskinken befassen. Das Biotop unterscheidet sich auch gleich ein bisschen, also die Neuguinea-Tiere sind vielleicht gleich ein bisschen feuchter, eher so ein bisschen vielleicht wegen Wald gebunden, wie gesagt, feuchteres Gebiet. Die australischen Tiere sind zum Teil doch mehr Steppe oder gar Wüste. Und wie gesagt, das, was wir jetzt heute behandeln, geht mehr nach Papua-Neuguinea, wie jetzt das Tier auch. Und geht mehr auf die Verhältnisse oder Bedürfnisse von diesen Unterarten beziehungsweise auch Arten der Blauzungenskinke ein. Kommen wir zu der Größe von den Tieren. Also hier habe ich jetzt so ein halb, dreiviertel wüchsiges Jungtier. Der ist jetzt gutes halbes Jahr alt. Also die kommen schon relativ groß auf die Welt. Ne? Die haben so runde 20 cm oder gute 15 cm, wenn sie auf die Welt kommen. Wie gesagt, der hat jetzt so ein gutes halbes Jahr, hat jetzt schon deutlich über 30 cm. Das Tier, wo ihr vorher gesehen habt, adultes Weibchen, hatte knapp 40 cm. Ich denke, das ist so die Maximalgröße, die Tiligua Gigas erreichen, so runde 40 cm. Das hier ist ein Tiligua Cayensis, von den Caillou-Inseln kommt der hier. Ja, die werden auch ungefähr so runde 40 cm groß. Ne? Das ist so die typische
Größe für diese Tiere. Die Ernährung ist ein interessanter Punkt. Das Tolle an denen Blauzungenskinken ist, dass man sie auch relativ viel vegetarisch ernähren kann. Die gehen super an diverse Obstbreie ran. Ne? Man kann die wirklich viel mit Bananen, mit Mango, mit aller möglichen Obstsorten füttern. Sei es, dass man es frisch zerdrückt oder man kann die fertigen Jellies kann man verwenden, kann man denen anbieten. Dann fressen sie natürlich Insekten, Heimchen, Grillen, Heuschrecken. Sind nicht die Wahnsinnsjäger, das könnt ihr euch denken bei den kurzen Beinchen, aber sie erwischen doch alles, was sie erwischen wollen und fressen das. Man kann Katzenfutter kann man denen anbieten, man kann die fertigen Krabbrei zum Beispiel anbieten, der Repaschi-Krabbrei oder auch die Fruchtbreie zum Anrühren kann man denen anbieten. Also von der Ernährung her wirklich ein sehr dankbares Terrarientier. Ihr müsst nicht laufend irgendwelche Insekten kaufen. Ihr könnt wirklich sogar über Wochen hinweg die ohne Insekten ernähren, was natürlich schon relativ praktisch ist. Ne? Aufpassen natürlich, dass es nicht zu einseitig ist. Die nicht nur mit irgendwelchem Fruchtbrei großziehen, aber auch nicht nur mit Katzenfutter großziehen. Also wichtig schon, dass ihr abwechselt, dass ihr immer gut Mineralien dazu füttert, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, dann kann man die wirklich toll ernähren. Und dann wachsen die ja unheimlich schnell. Also wie gesagt, das Tier hier mit einem Dreivierteljahr und mit rund einem Jahr, da kommen wir nachher nochmal drauf, mit einem Jahr sind die im Prinzip schon geschlechtsreif. Kommen wir zur Terrarienhaltung. Ihr habt gerade gesehen, es werden schon relativ große Tiere. Das heißt, ihr braucht auch ein großes Terrarium. Ich würde mal sagen 1,20 m x 60 m als Grundfläche Minimum. Ne? Da entweder die Glasterrarien 1,20 m x 60 m, super schöne Reptisu-Terrarien gibt es da, by the way. Oder Holzterrarien gehen natürlich auch. Also Minimum Fläche 1,20 m x 60 m kann ich euch jetzt hier schlecht zeigen. Die Höhe ist relativ egal, kann 45 oder 50 oder 60 hoch sein, aber eigentlich reicht sogar eine Höhe von 45, weil die Tiere wirklich ausschließlich bodenbewohnend sind, was man im Körperbau eigentlich schon sehen kann. Ne? Das Wichtigste am Terrarium ist natürlich immer Licht und Heizung. In dem Fall macht ihr alles über das Licht. Ja? Ihr nehmt gute UV-Beleuchtung, entweder die Mischlichtlampen, so wie die Supersun hier, 160 Watt Mischlichtlampen beim 1,20 m Terrarium. Je nachdem, wie das Terrarium von der Größe gemacht ist, braucht ihr zwei davon. Oder ihr nehmt oder 2x 125 Watt zum Beispiel für die Größe von 1,20 m. Als eine Möglichkeit, oder ihr nehmt die HID-Strahler, ne, das sind die mit Vorschaltgerät, von der Technik noch ein bisschen höher wie die Mischlichtlampen, braucht ihr ebenfalls bei 1,20 m Terrarium, müsst ihr zwei Stück nehmen. Ihr könnt die Lampen auch miteinander mischen, eine so geht auch. Aber wie gesagt, so 1,20 m x 60 m, würde ich sagen, braucht ihr mindestens 200 bis 300 Watt an Licht, was ihr in das Terrarium geben müsst, damit ihr zum einen die UV-Versorgung habt, damit ihr es schön hell habt und damit ihr die Sonnenplätze den Tieren anbieten könnt, also die Sonnenplätze und die Wärme im Terrarium insgesamt. Ja. Ich würde nicht zusätzlich irgendwas noch mit Panels oder Matten oder Kabel oder so heizen. Ich würde wirklich das Terrarium an eurer Stelle nur übers Licht heizen und dann habt ihr da drin tolles Klima, habt das UV-Licht, habt so, wie es sein müsst. Ne. Als Bodensubstrat gehen die Meinungen schwer auseinander, von Sand über Erde, über Holzeinstreu. Also wir verwenden das Holzeinstreu, das Espen Premium. Das hat an sich schon eine relativ gute Feuchtigkeit, hat sich wirklich bei uns super bewährt. Dann natürlich Verstecke anbieten den Tieren, die Verstecke mit feuchtem Sphagnummoos machen, dass die sich in ein feuchtes Versteck reinlegen können. Ruhig auch mal alternativ noch ein trockeneres Versteck anbieten, dann werdet ihr sehen, was die Tiere sich aussuchen. Und ja, im Prinzip haben wir dann hier schon
das Wichtigste an Einrichtung. Natürlich ein bisschen Struktur reinbringen, Äste, irgendwelche Rinden, ein bisschen Korkrinden kann man reinmachen, wo sie sich auch drunter verstecken können oder das sie als Sonnenplatz verwenden können, so dass das Terrarium natürlich gut strukturiert ist. Sowieso, wenn ihr mehrere Tiere haltet, dann können die sich dadurch auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und dann habt ihr wirklich ein tolles Blauzungenterrarium beisammen. Kommen wir zur Zucht von den Tieren. Hier noch oder wieder ein Jungtier, in dem Fall von den Ceran-Inseln, ne? Also andere Unterart oder Verbreitungsvariante. Bisschen kleiner vom Körperbau insgesamt, by the way. Aber eben Thema Zucht. Sie lassen sich wirklich recht gut züchten. Idealerweise, oder man kann ganz gut ein Pärchen halten, man kann eine kleine Gruppe halten, ein Mann, zwei Weibchen, aber es funktioniert auch durchaus mit einem Pärchen. Die Stimulation erfolgt in der Regel über ein bisschen eine Winterruhe. Ich glaube eigentlich, dass man muss eigentlich in Anführungsstrich fast gar nichts machen. Ich denke durch das, dass man oder die meisten von uns das Terrarium in einem Raum haben, der klimatisch doch von außen beeinflusst wird. Ne? Also jetzt im Winter, jetzt gerade haben wir hier Dezember, draußen ist kalt, die Wände sind kalt, alles ist wenn kälter. Ich glaube, dass sich das bis in die Terraristik durchschlägt. Ne? Keiner hat es so perfekt isoliert und klimatisiert, dass im Terrarium gar nichts von der Kälte ankommt. Oder zum Beispiel nachts. Ne? Wir haben gesagt, wir machen die Temperatur übers Licht hauptsächlich. Wenn wir dann nachts ausmachen, geht die Nachttemperatur runter. Und ich denke, dass das als Auslöser für die Zucht ganz gut schon ausreicht bei den Blauzungenskinken. Ne? Das heißt, wenn es dann wieder wärmer wird, dann fangen die Paaren an. Und knappes halbes Jahr später oder 4 bis 5 Monate später bringen die lebende Jungtiere zur Welt, bekommen zwischen 3 und über 10 lebende Jungtiere, die schon relativ groß sind. Ne? Die kommen wirklich schon so mit 15 bis knapp 20 Zentimeter auf die Welt, wirklich Riesenbabys in Anführungsstriche. Und wie gesagt, so lassen die sich relativ gut vermehren. Die Aufzucht von den Jungtieren ist ebenfalls problemlos. Im Prinzip wie die Elterntiere macht man ein kleines Terrarium. Am Anfang kann man die in Gruppen zusammenhalten, vertragen sich auch noch untereinander. Erst wenn sie größer werden, muss man natürlich schauen, dass man nicht mehrere Männer zusammenhält, weil die Männer sich dann doch untereinander streiten. Thema Männer, genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt in der Zucht. Wie unterscheide ich die Geschlechter? Ist bei den Blauzungenskinken wirklich nicht übermäßig einfach. Aber man kann, also wenn man mehrere Tiere hat und einen Vergleich hat, kann man es zum Teil eigentlich doch ganz gut sehen an der Schwanzwurzel. Also die, wie bei eigentlich fast allen Reptilien, haben die Männchen ja eine verdickte Schwanzwurzel, weil die Penisse sich in der Schwanzwurzel befinden bei den Männchen. So ein Tier wie hier jetzt, mal schauen, dass wir es mit der Kamera vielleicht ganz gut draufkriegen. Wenn der hier so eine breite, parallel verlaufende Schwanzwurzel hat, halt mal bitte still jetzt, hier so die parallel breit verlaufende Schwanzwurzel, würde ich auf Männchen tippen. Wie gesagt, wenn man noch Vergleich dazu hat, also die Weibchen laufen dann doch relativ spitzer zu. Ne? Die Männchen, wie gesagt, da liegen ja die zwei Penisse drin, einer rechts und einer links. Das kann man so einigermaßen sehen. Ein bisschen kann man auch probieren, die Kloake aufzustülpen und die so ein bisschen wie poppen. Aber das ist relativ schwierig. Ne? Penis zu sehen, tut man eh fast nicht. Man kann schauen, die Männchen haben relativ stark durchblutete Kloakenregionen wegen dem Penis. Ne? Da muss ja das Blut oder der Penis muss ja mit Blut versorgt werden. Dadurch, man kann die Kloake ein wenig aufstülpen. Bei Männchen kann man, wenn man Glück hat, so relativ starke Blutgefäße erkennen. Ist aber ein bisschen schwierig. Ich glaube, allein von der Optik her lässt sich es auch schon relativ gut bestimmen. Und eben, wenn ihr euch da ein schönes Pärchen zusammenstellt und die, wie gerade besprochen, haltet, dann ist wirklich ein super Terrarientier, das sich auch wirklich toll züchten lässt in Gefangenschaft. Zum Schluss, wie meistens oder wie manchmal noch der Verweis auf gute Literatur, gibt wirklich ein tolles Standardwerk, Blauzungenskinke, von so einem Autorengruppe, ne, ich will sie erwähnen, Hausschild, Hähnle,
Hitz, Schia und Heiko Werning, die haben dieses wirklich tolle Blauzungenbuch geschrieben. Ist schon einige Jahre her, ist aber nach wie vor das Maß der Dinge. Also wenn ihr was über Blauzungen lesen wollt, holt euch dieses Buch. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt die Blue Tongs. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen. Oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.